Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 438 und es ist fast quasi schon ein Live-Podcast, denn es ist heute und jetzt 3.35 Uhr. Android-Speicherkarten-Tinder mit Begründer und 200er Noten. Ich beginne gleich mit einem Analysten, der ein bisschen wieder mal über den Apple nächsten Jahren schon die zweite Billion dazukommen wird. Und das liegt daran, dass unter anderem ab 2020 eine VR-Brille kommen will und zwischen drei und fünf Jahren dann auch das hochspekulierte Apple-Auto endlich Tatsache wird und ihnen verkauft garantiert. Wie es mit dem Auto ist, da bin ich mir nach wie vor unsicher und da bin ich nicht der einzige Zulieferer oder ein eigenes Auto. Wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist. Geht ja nicht mehr so lange. 3 bis 5 Jahre geht auch schnell rum. Heute geht alles schnell. Gerne den HomePod fragen, was für Termine anstehen heute. Ihr könnt Termine eintragen lassen, etc. Solche Geschichten. Ein Ding, das eigentlich schon von Anfang an hätte klappen sollen, aber erst jetzt integriert wurde in der deutschen Version. Gestern verpasst, nämlich am 15. August 1988, war es soweit, da kam der iPod auf den Markt. Wer sich nicht mehr an den Namen erinnern mag, das waren die farbigen, bauchigen, noch mit Röhrenbildschirm etc. versehenen iMacs. Damals sehr modern, weil USB gesetzt, CD-Laufwerk etc., solche Geschichten und einfach alte Zöpfe abgeschnitten und die, ja, quasi der und somit ein sehr interessantes Produkt. Und wie gesagt, eben gestern wurde das Teil 20 Jahre alt. Mal schauen, wenn es ein neues Modell gibt. Aktuell sind zumindest die iMacs ja nicht ganz so die alten. Wenn man die andere Hardware von Apple vergleicht, gibt es ja deutlich älteres. Zu Beginn der Woche hat ja Apple die iOS 12 Beta 7 sondern gleich die Beta 8. Wer also im Beta-Universum unterwegs ist, darf da ein bisschen installieren. Zumindest hätte ich bis jetzt um 3.38 Uhr nichts gehört, dass irgendwelche Installationen nicht geklappt haben. Aber vielleicht waren die Leute dann auch doch ein bisschen vorsichtiger. Wer in der Android-Welt unterwegs ist und ein iPhone-ähnliches Smartphone möchte, der muss ja nicht allzu weit suchen. Immer mehr Hersteller oder viele Hersteller sind auf den Notch-Zug aufgesprungen und haben mehr oder weniger das Ganze einigermaßen übernommen. Motorola ging jetzt noch einen Schritt deutlich weiter, also Motorola Lenovo, und hat mit dem P30 ein fast 1:1 Kopie rausgeschmissen. Schaut euch die Bilder doch mal an, doch nicht nur bei Apple hat man sich inspirieren lassen. Man hat auch, kann man kaufen, ist aber eher für den chinesischen Markt ausgelegt. Deutlich günstiger auch als ein iPhone X, nämlich nur 270 Euro. Kostet das Ganze in China. Und ja, in China sind die iPhone X und generell die iPhone-Modelle sehr beliebt. Somit aus dem Bereich Sicherheit. Es ist nämlich möglich, eine Man-in-the-Middle-Attacke zu Speicherkarte hat. Der Speicher von eurem Smartphone ist durchs Android gesandboxed, wie man es von iOS her auch kennt. Also jede App wurstelt da vor sich selber hin und es ist nicht ganz so einfach möglich, Daten von der einen App zur anderen bringen, außer eben falsch laufen zu lassen. Wer jetzt denkt, ja, diese blöden Entwickler sollten sich doch mal in Richtlinien halten. Google-Entwickler darunter, unter anderem für die Google Translate, Google Voice Typing und die Google Text-to-Speech App. Auch die sind unsauber und nicht nach Google-Richtlinien geschrieben und somit ist es wert mit der Zeit. Ein paar Tinder-Mitgründer sowie Mitarbeiter der ersten Stunde, die klagen jetzt auf eine Milliardenbasis gegen Tinder. Und somit müssen sie weniger Beteiligungen an dem Unternehmen an die Mitarbeiter auszahlen, die ehemaligen. Und natürlich auch an die aktuell noch bestehenden. Und zu guter Letzt zum heutigen Tag habe ich noch eine neue Geldnote. In der Schweiz wurde die vierte der neuen Banknotenreihe
ausgerollt. Das ist die 200er Note. Nach der 20er, 50er und 10er Note kommt jetzt die 200er Note halten, wie schon der Vorgänger, also die alte Note davon. Und die soll jetzt die nächsten 15 bis 20 Jahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aktuell bleiben und ist mit 15 Sicherheitsmerkmalen gesichert. Wer es interessiert, wie die Note ausschaut etc., natürlich haben wir auch dazu einen Link bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch mit drin. Das war's dann aber auch schon mit den ganzen Themen, die ich heute für euch bereit habe. Ein paar Mails und dann geht's für mich ins Bett. Euch einen guten Start in den Tag. Und ja, wenn wir Glück haben, hören wir uns morgen am Freitag, dem 17. wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.